Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to the Album Voucher und mit unserem Nameless. Schön, dass ihr zurück seid. Leute, heute machen wir einen gemütlichen, ne? Das machen wir ja immer nach der Horde, aber heute machen wir einen extrem gemütlichen. Das war ja die letzten Tage echt die Hölle. Zumindest die POIs waren extrem und die Horde gestern zum Ende hin, das war ja auch schon eine knappe Nummer. Ich habe gestern kurzzeitig mal gesagt, dass ich mir so eine Horde nicht immer antun will. Kommando zurück. Wir stellen natürlich jetzt hier nicht wieder weniger Zombies ein oder eine geringere Schwierigkeitsstufe. Wir lassen das so. Ey, Alter, ich bin so oft schon erschrocken wegen ihr hier, ne? Zwischendrin denke ich, als wirklich, da steht jemand. Genau, wir nehmen die Herausforderung an. Die nächste Horde werden wir genauso eingestellt lassen. Ich habe eine Idee. Wir spielen ja momentan Satisfactory und wir werden das Ganze mit einem Überlaufplan meistern. Mal gucken, ob wir es morgen schon angehen. Heute, wie gesagt, einen gemütlichen. Und dann werden wir das so machen, dass drüben die Horde beim nächsten Mal wieder easy ist. Ja, das ist das Ziel. Also ich stelle jetzt nicht zurück. Was wir jetzt nicht haben, ist gute Muni. Ich habe drüben noch welche durchlaufen, würde aber heute einfach mal ohne gute Muni spielen. Ziele diese Woche sind klar. Am liebsten würden wir ein neues POI sehen im hochstufigen Bereich die Tage. Das Zentrallager sollte soweit fertig sein, dass ich Loot verräumen kann, weil drüben stapelt sich's. Durch die vielen gelben Säcke gestern haben wir unheimlich viel Loot in den Ankommenkisten drüben. Das möchte ich dann ordentlich verräumen können. Was wir jetzt natürlich nicht haben, ist in irgendeiner Form geil viel Muni. Sag mal, wo ist denn deine Knete eigentlich, Nameless? Nicht, dass ich die jetzt unbedingt brauche, aber hier. Ich nehme sie mal komplett mit, dass ich sie bei mir habe. Hier haben wir auch noch ein bisschen Munition, ein paar Klingen. Auch die Klingen ist auch so eine Geschichte drüben. Jedes Mal neue Klingen bauen, nicht das, was wir uns nicht leisten können, aber ist ja Blödsinn. Und ich möchte jetzt die Horden nicht so machen, dass ich jedes Mal 4000 Muni farmen muss. Wir müssen uns was einfallen lassen, dass das Ding da drüben weiter so funktioniert, der Muni-Verbrauch nicht höher wird, ja, und wir noch ein paar Game Stage später dann am Start sind. So, warte mal auf, das haben wir gestern gefunden. Ich würde da ganz kurz einmal hier das rausnehmen und einmal hier reinnehmen. Die ist jetzt neu bei uns am Start, die gute. Die können wir dann verkaufen. Dann brauche ich einmal komplettes Reparaturmaterial. Ja, dann spielen wir heute mit Billigmuni. Das wird schon irgendwie hinhauen. Machen wir das hier rüber. Haufen Knete könnte man langsam anfangen einschmelzen, aber ich tue mich echt noch ein bisschen schwer mit dem Einschmelzen. Das schmeiße ich jetzt raus. Das hier verkaufe ich dann gleich. Das gönne ich im Nameless dann später. Und für mich einmal Ihmchen hier unten drauf. Die Geschichte bleibt so. Und dann setzen wir die noch drauf. Und dann ist das Thema auch schon gegessen. Die Muni habe ich jetzt im Motorrad. Ich brauche auf jeden Fall die Geschichte. Tu mir mal einen Gefallen, tu das mal hoch, großer. Ich habe schon wieder das Gefühl, ich habe was vergessen. Immer wenn hier ein Dinger frei ist, habe ich das Gefühl, ich habe was vergessen. Und die hier nehmen wir mal komplett mit. Ich habe das Turret dabei, unser Schuss-Turret. Dann haben wir Reparierer. Und Reparierer. So, Leute. Dann zischen wir jetzt gemütlich heute zum Bob. Schauen wir mal nach Büchern. Was ist so ein Tag heute, brauche ich. Droni geht mit und Droni hat natürlich auch. Ja, so langsam raff ich, wie sie funktioniert. Sie hat natürlich auch noch ein bisschen Ersatzmuni und ganz, ganz wichtig, Heilmaterial. Ist jetzt immer bei Droni am Start. So, Leute. Würde ich sagen, ich bringe uns mal Richtung Wüste, damit wir heute auch noch wirklich ein Gebäude zu sehen kriegen. Ach, Stefans Schatz könnte man vielleicht unterwegs gleich mitnehmen, oder? Und dann fetzen wir von hier. Hier hopfen wir, das fahren wir gemeinsam und beim Stefan seinem Schatz hole ich euch gleich mit rein. Wollen wir einen Erdbohrer mitnehmen? Komm, wir nehmen einen Erdbohrer mit. Wo ist denn mein 5er Erdbohrer jetzt? Hier. Der 5er Erdbohrer. Cool, den kannst du eigentlich auch mitnehmen zum Verchecken drüben. Normal soll ich kurz an der Schmelze vorbei und die habe ich ja eigentlich aussortiert. Ich glaube, die hatte ich aussortiert, weil wir die besseren, die kann ich auch verkaufen, ja. So, Leute. Dann repariere ich das nochmal. Jetzt sehe ich gerade, dass ich wahrscheinlich gar keinen Sprit mit habe. Das ist natürlich doof. Nee, ich habe den Sprit drüben gelassen. Naja, wir sehen uns gleich. Vielleicht hole ich noch kurz. Also nochmal zusammengefasst, Leute. Diese Woche bis zur nächsten Horde. Hordefalle auf Next Level bringen. Zentrallager aufbauen, sodass wir die Kisten einräumen können.
und ein Sechsergebäude, ne? Unser erstes Sechsergebäude muss die Woche sein. Werden wir wahrscheinlich machen, sobald die Muni soweit ist. Ein bisschen was läuft schon durch, ein bisschen was lege ich heute noch nach der Folge. Und dann könnten wir eigentlich demnächst direkt los. Dann gehen wir vielleicht morgen das Zentrallager geschwind fertig bauen. Ah, ich muss mal gucken, wie die Reihenfolge ist. Aber das wären so die Ziele bis zur nächsten Hordenacht, die wir genauso eingestellt lassen, wie die gestrige war. Dann haben wir schon mal so ein ganz kleines bisschen den Plan für diese Woche. Den Stadt, den können wir ja kurz baggen jetzt. Ne? So. Dann mache ich jetzt einmal eben das da. Sprit muss ich wieder rausholen. Ich habe gleich Sprit mit und noch ein paar von den Rap-Kids. Ja, die Kids, die rappen. So ist das heutzutage. Wenn ein Ei drin ist, dann wird alles gut. Geiles Spiel. So, Leute. Ab dafür. Ich glaube, ich habe noch nie so schnell einen Schatz gefunden, Leute. Da ist kein großes Loch drin, ne? Ich habe echt Glück gehabt jetzt. Joni wartet schon auf ihren Einsatz heute. Die hat mir ja auch ein paar Mal schon Arsch gerettet, jetzt seit was sie haben, ne? Au! Haben wir nicht einen Haufen Skillpunkte gekriegt? Vielleicht schaffen wir es. Das wäre super wichtig zum Montag. Zwei Turrets, ne? Okay, die bringen 1300. Die da und die da. Das ist eigentlich ganz gut. Die klepper ich zusammen. Das ist doch ein nettes Package. Guck mal. Hammer, ne? Genau dem... Alter, du kleiner Drecksack. Stirb, Kaktus! Stirb, stirb, stirb! Gut. Er kann ja nichts dafür, dass er da rumstand, ne? So, Leute. Das und das nehmen wir mit heim. Das nehmen wir auch mit heim. Die Muni sowieso. Das kann ich später rausholen. Die Geschichte, ja. Das Ei ebenfalls. Der Rest wird gleich verköfelt. Damit ich keinen Scheiß baue, machen wir das einmal eben so. Jetzt gehen wir mal rein. Wir waren im Innenbaum. Ich habe 6 Punkte. Alter, was haben wir denn da rausgeschafft gestern? Ich bin ein Genie und habe super Hirn. Leute, super Hirn. Uns fehlt nur noch ein Punkt. Mit dem nächsten Level Up können wir 2 stationierte Roboter gleichzeitig stellen. Und wir haben eine Reichweite von 18 Metern. Mit viel, viel Glück geht mein komplettes Konzept auf. Aber das Komplette. Nicht nur ein bisschen vom Konzept. Das Ganze. Leute, ich habe nur Billigmuni. Ich mache mir heute keinen Stress. Ne? Wir springen jetzt rüber zum Böpple. Ein Skillpunkt noch, Leute. Oh, hier die Schanze muss ich mitnehmen, auch wenn ich nicht weiß, wie ich da rauskommen soll gleich. Yeah. Incoming enemies, prepare for conflict. Nemi, ich hab's gerade alles repariert frisch, gell? Ist immer super, wenn ich dann merke, dass ich Scheiße gebaut habe, drücke ich sie immer ihm aufs Auge. Aber er ist es gewohnt. Tief in uns drin lieben wir uns. Ey, cool. Ey, ich mach mal ein ganz normales Vierer. Wenn diese Woche ein Sechser bei uns im Angebot ist und eine schwere Horde am Montag folgt, dann kann ich mir doch jetzt heute wirklich ein Chili Milli Vanille holen, oder? Einfach ein Vierer ohne irgendwelche befallenen Drecksäcke. Ich kann sie nämlich bald nicht mehr... Hast du mal gesehen, wie viel... Nemi, deine Rodelbahn. Wie viel Grüne halt auch da sind immer, ne? We buy and sell vehicles, mechanical parts, electrical parts. Check these out. Oh yeah, baby. Hier habe ich dir besorgt, Digga. Genauso wie das. Das und das. Die Dreier Retsch. Das kann ich alles haben. Ich habe 5er. Kann ich haben. Und das nehme ich jetzt einfach an. Und die schmeiße ich raus. Das Inventar sauber ist. Verstehst du, Bob? Weißt du, wie mein Bob? So, Bücher. Bowhandle, Big Hitters, Knüppel. Okay, mehr Bücher hat er nicht, die wir noch bräuchten. Don't forget repair kits. Ich hab welche, danke. 6er kommt dann, 5er Befallene. Ich guck nicht. Das ist die einzige, die er hat. Fortback sagt man nichts, Leute. Ganz normale 4er, paar Meter raus, ist für mich kein Problem. Das machen wir heute. So, lernen. Ey, wie viel? Ich muss mir das nochmal angucken, weil nämlich auch die Anzahl der gekillten Zombies ist irgendwie recht hoch geworden auf einen Schlag, gell? Da sind wir bald bei 7000.
Ford Bags haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber das sehen wir ja gleich, wenn das Ding da hinten... Hier ist es. Ja, super. Leute, mache eine kleine Blende. Im Schneegebiet hole ich euch wieder rein. Und dann haben wir ein Vierergebäude, das wir noch nicht gesehen haben. Einen gechillten Tag heute. Und morgen geht es dann wieder ins Eingemachte langsam. So muss es sein in 7 Days. Dann brauchen wir auch nichts hoch und runter schalten, weißt du? Bin gespannt, ob ich das Gebäude von früher kenne oder ob das eins der neueren ist. Ist gar nicht so tragisch mehr, gell? Wenn man kaum Spritverbrauch hat mit den ganzen Mods und so. Kommt es total gut, einfach auch mal eine längere Strecke zu heizen mit dem Ding, weil es macht saumäßig Laune mit dem Motorrad. Ein Coyote. Okay, wenn das jetzt was Kleines ist, machen wir noch was dazu, ne? Ist klar. Wenn das kein Bunker hat, ist es nicht wirklich groß hier, das Ding. Jetzt hast du nur ein Problem, dass du heute mit dem Scharfschützengewehr keine Durchschlagung hast, ne? Habe ich den überhaupt erwischt? Ja, das ist jetzt vorbei. Keine gute Muni und so. Der lebt auch noch. Nehmen wir es. Nee, mit Diggerle, was ist denn los? Da vorne war noch ein Bär irgendwo, ne? Okay. Wenn du genau triffst, ist auch mit der Muni noch einiges möglich. Mir fehlt sie schon, aber ich habe gestern so viel raushauen müssen. Das bin ich mal gespannt. Aber es ist ja nur ein normales Vierer, das dürfte ja jetzt... Das dürfte ja kein Riesending jetzt sein heute. My senses have picked up something. Naja, guck mal, wie entspannt aus sowas mal sein kann. Und gleich wieder ein Grüner. Ich laufe erstmal außen rum. Ist auch ein Grüner, ne? Aha. Das ist der Schleichbonus. Hier waren Verbrannte. Ich erinnere mich hier an das Gebäude. Ups, aber ein schneller. Wo ist der andere? Der hat es gar nicht weiter geschafft, oder was? Jetzt geht's, gell? Hier ist alles voll mit Minen. Kommst du raus oder nicht? Wo schießt du hin? I've got a bad feeling about this. Der kommt da nicht raus, Leute. Wie gut ist das denn? Ist aber hier hingeschossen, da war doch noch was. Gutes kleines Turretchen. Wollen wir dich heute ein bisschen spielen lassen? Guck mal hier. Und ich helfe nur mit dem Ding, mit dem Speer. Du brauchst mir nicht helfen, ich mach das schon das bisschen. Er braucht schon aber seinen Schuss, bis er eins tot hat, gell? Leute, das ist ein gemütlicher Tag. So muss es. So, wir sind schön außen rumgelaufen. Das macht man so normalerweise auch nicht. Dann würde ich sagen, als nächstes sind die Wachtürme. Wie gut, dass wir das Buch haben mit den Minen, ne? Gut reagiert nämlich. Mittelschwer stolz on you. Oder auf you. Auf you eigentlich, ne? So, dieses Zelt will der nämlich probieren. Nur... Ah, da.
Kochbuch, Messing und Chessing. Mit klopfen wohl. Da wir nicht wirklich auf Loot angewiesen sind, würde ich behaupten. Das war jetzt aber eine knappe Nummer, dass du was abgekriegt hast, ne? Machst du mit dem Speer. Hinten rennt auch jemand. Schreierin! Alter, wie kann man denn? Jetzt gehört sie uns. Weil ich aber auch so ein Zielgott bin. Jetzt habe ich das erste Mal. Das erste Mal habe ich jetzt ganz bewusst mitgekriegt, Leute. Aber das Motorrad liegt arg nah dran, gell, an der Mine. Wie die Schreierin von da hinten angestimmt kam durch den Lärm. Fahr ich das Moped kurz weg. Nicht, dass das mit hoch geht. Mist. Die umlaufen die Minen geiler, als ich es jemals könnte. Ach Gott, ich hält, ne? Guck mal. Incoming enemies, prepare for conflict. Stechle. Hat's ihn zerlegt? Geht. Wenn Ei drin ist, wird alles gut. Oh nein. Scheiße. Ach, ich genieße es gerade. Ist da irgendwas noch übrig hier? Das reißt schon ein ganz schönes Loch, ne? Die Beete wollten wir ja eigentlich auch noch aufsetzen. Zumindest war es mal für einen Moment ein Plan. Wenn wir jetzt eher im Zentrallager sind, die Tage. Nehme ich mal mit. Ach Gott, der Energiedinger, der ganz vergessen. Kurzer Moment. Jetzt haben wir natürlich die Heatmap ein bisschen aufgeladen, aber das ist nicht ganz so tragisch. Das sind die Spezialknochen. Komm, einer Gegner. Danke. Wie viel hast du jetzt rausgekriegt? Oh. Ist es aber wirklich jetzt so, dass die Vierer die Entspannungsquests sind, die normalen? Ich bin auf die Sechser gespannt, die Tage. Ein bisschen gruselt es mich davor, aber das hat es bisher vor allem, was ich neu gemacht habe an Schwierigkeitsstufen. Und am Ende. Am Ende werden wir obsiegen oder wir machen das Spiel aus und machen es nie wieder an. Tja, Digga, dich werde ich wohl sozusagen schneibern, weißt du? Ach so. Und er merkte, dass er die falsche Waffe im Ansatz hatte. Also da muss ich sagen, da erschrecke ich tatsächlich immer noch, wenn dann so die Arme wegfliegen und so. Das ist schon heftig zum Teil. Aber komm, mach's mit dem Speer. Nehmen wir's. Guter Mann. Guter Mann. Guter Mann. War da noch was, Lütle?
Das ist, glaube ich, einfach entweder jetzt gleich fertig oder ist doch noch irgendwo der Dingens. Ach, da gehen ja die Treppen noch 100. Nur weil die zwei hochkamen, heißt es ja nicht, dass da nichts mehr wäre. Fartbags. Mich erinnert es an irgendwas, aber ich kann es euch nicht genau sagen, an was. Vielleicht haben wir es schon gemacht. Vielleicht mal früher in einer anderen Version noch oder so. Stühle lass da heute stehen. Was ist da los? Gut, wir müssen offensichtlich da runter. Dann lad wenigstens einmal nach und nimm die hier. Das habe ich jetzt gebraucht zur Ründel. Überleg mal, was wir hinter uns haben die Tage. Troni. Ey, das ist aber nur ein kleiner Bunker, ne? I've got a bad feeling about this. Hier bin ich nicht gerechnet. Wie hast du mit deinem Kopf durch die Tür gepasst? Den mag ich gar nicht. Der eine da, der ist super stark. Droni. Let me help you with that injury. Danke. Quest geschafft. Okay, das war wirklich ein Mini-Winnie-Quest, Leute. Aber ist auch mal recht. Wie gesagt, es gibt Tage, da ist man traurig drüber und da gibt es Tage, da genießt man es einfach mal. Okay, die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Da haben wir ein bisschen was rauskommen, die Tage schon. Das ist nicht so wichtig. Achso, ja klar, eine Vierer. Ich dachte gerade, warum steht da so eine teure Kiste? Das war doch jetzt nichts. Gut, angenehm. Okay, natürlich, da wird man nicht mehr allzu viel erwarten können, ne? Ein bisschen Geld. Wow, aber ist doch trotzdem okay. Ist doch in Ordnung. Hier Munition. Den gönne ich dann eben, das ist natürlich so verdient. Da gucke ich auch rein. Wir gucken hier kurz einmal durch. Den kannst du reinfuttern. Ja, Leute, jetzt fahren wir zum Bob. Entweder fällt uns noch was Schnelles ein oder wir machen einfach ausnahmsweise mal eine kurze Runde. Sind angekommen. Und morgen geht es ja dann schon wieder regulär weiter, ne? So, hier würde ich kurz reingucken wollen. Los, kann man gebrauchen. Und Sammelwerkzeuge und guck. Selbst die können wir jetzt herstellen. Ein Stöffchen in Ehren kann Nepper verwehren. Das war's, ja? Gut, dann schauen wir noch, wo der Weg hier rausführt. Okay, ich hätte jetzt schwören können, der führt irgendwo raus. Vielleicht ist da aber normalerweise auch so ein Random-Platz für Loot-Versteck. Er ist ja nicht wirklich ein weiter Weg hier. Das passt schon. Schöner, gemütlicher Spot. Ich nehme mal an, wenn du da halt frühzeitig im Level hier bist. Und nicht so ein bisschen. Also wir haben jetzt natürlich schon ein, zwei Forts gemacht. Wir wissen, dass da mal ruckzuck ein paar zusammenkommen können. Ohne das Minenbuch kann das hier schon eine Nümmerle sein. Ne? Trotzdem, schön gestalteter kleiner Außenspot. Motorrad ist da hinten. Ich würde sagen, ich blende uns jetzt auch zum Bob, unabhängig davon, ob ich durchs Hinfahren noch ein bisschen Zeit reinkriegen wird. Und wir geben einfach gemütlich ab. Und dann besorge ich heute einfach nur noch Materialien für Muni. Denn mit Muni kriegen wir natürlich das nächste geile Projekt dann wieder an den Start. Wir gucken jetzt gleich mal beim Bob, Leute, ob der zufällig eine coole Sechser hat. Die erste Sechser würde ich ja gerne was machen, was mir so ein bisschen was sagt. Sechser sind ja Fünfer Gebäude als Befallene, ne? Und dann habe ich ganz, ganz viele haben gesagt, das Theater wäre noch eine interessante Geschichte. Ich habe nur noch keine Ahnung, ob man da schon mal was davon gehört haben. Die Hochhäuser, da lasse ich mir speziell was einfallen, weil die gehen ja immer ein bisschen länger. Schauen wir mal, was er hat. Ich habe euch ein bisschen früh reingeholt, gell? Weil ich es loswerden wollte, dass wir gleich nach einer Sechser gucken. Ich hätte sogar ganz tierisch Bock drauf, das Wasserwerk zu machen als
Das Wasser wäre ein Vierer, aber nur, ne? Ja, aber stopp, dann muss ich Doppelfolge machen, weil reguläres Fünfer ist ja immer ein bisschen länger. Ah ja, die Schule, die wir gemacht haben, war ja 5 befallen, glaube ich, ne? Oh, ich weiß es nicht mehr. Nee, war reguläre 5. Hat aber gut geklatscht. Howdy. I bet your nose is so high in the air, you could drown in a rainstorm. I'd be proud too. Good job. Die Repair-Kits baue ich mittlerweile selber. Ich nehme immer Dietrich in so einem Fall. So, erstmal ganz kurz ins Inventar. Habe ich irgendwas, was ich dir verkaufen kann? Ich würde sagen, Dinge, die wir halt tausendfach schon haben. Ne? Ja, die 2 Klappstühle habe ich mitgebracht. Fernkampfschaden bis 50 minus Wasser. Deswegen nehme ich die nicht an, weil sie zeitlich begrenzt sind. Das wäre in der Hordenacht, wenn das... ich hau das weg. Wobei, Geld brauche ich jetzt auch nicht mehr, ne? Ach, ich hau's weg. Ich will das Zeug nicht. So, jetzt lass mal gucken. Nicht als erstes. Nicht als erstes. Well, you're as worthless as gum on a boot heel. If you need some work, I could sure use some commissions. Higashi Residence, ist das nicht das Hochhaus, in dem wir gewohnt haben? I reckon I could find you something. Oh, Strich Hotel weiß nicht. You to take a job? I think I've got a few jobs. Das auch nicht als erstes. Das well, auch nicht als erstes. Need some money? Hat er sie gleich zweimal. I'm about to fly. I've got jobs and you got getting you to take. If you need some work, these jobs oh, Bob, sei mal nicht böse, gell, aber... You must be double backbone to take this job. Ich habe jetzt die Ding angenommen, Leute. Ich habe jetzt mal angenommen, dieses Ostrich-Geschichtle. Wo sind die? Hier drin. Aber nicht, weil ich hundertprozentig sicher bin, dass wir die machen, dass wir mal was dabei haben. Und wir gehen jetzt noch ganz kurz beim Yu gucken. Hey, das machen wir nicht. Das, diese extrem heavy Dinger, die mache ich nicht gleich als nächstes. Da weiß ich ja schon, dass es eine üble Scheiße wird, weißt du? Dann lieber irgendwas, was mich noch überrascht. Wir sehen uns gleich nochmal beim Yu. Weißt du, auf was ich wirklich Lust hätte? Dass die erste Sexan Classic Gebäude wird. Wir haben ja bis jetzt Classic gemacht, die Shamway Fabrik. Die Food Fabrik, ne? Die Poppin' Pills. Geil wär's, Shotguns oder das Krankenhaus als Sexer Befallene. Da wüsste ich so ungefähr, also hätte ich ein gutes Gefühl, weil ich die Gelände schon mal gesehen habe irgendwann. Das würde ich gern machen. Und das nächste Sexer wird dann was ich noch nie gemacht habe. Und das letzte Sechser in meinem Leben wird das sein, was wir schon kennen als Fünfer. Das wäre jetzt ein Nümmerle, das fände ich richtig gut. Da hätte ich tierisch Bock drauf. Ey, wie stehen wir denn eigentlich hier mit den Punkten? Aber übrigens, wir haben auch irgendwas freigeschalten, wo wir uns noch kurz angucken müssen. Ach guck mal, fehlen nur noch 15. War das war Wege? Irgendwas haben wir freigeschalten. Nicht WY und was. Hier. Heile erschöpft 10-mal. Oh, recht, das ist was. Hi. What you shooting today? If you want money to buy guns, you've got to work. If you want to buy, I've got a particular problem. If you got a budget, man, making money. Poppin' Pills haben wir schon gemacht. If you want money to buy guns, you've got to work for it. If you wanna buy it, I've got work. If you're a Duke, will I've got a particular Red problem. Red Mesa, Alter. Can you help me out? Im Moment bleibt's beim Ostrich. Ich fahre noch zum anderen U einfach mit einer Blende. Jetzt will ich's wissen. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass du diese Shotguns und so, weil ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt eins haben, dass wir die wahrscheinlich vielleicht eher über einen Rekt oder so bekommen hätten, aber so weit fahre ich jetzt nicht raus. Red Mesa machen wir auf jeden Fall noch, wenn ich dran denke. Da war ich schon mal, da hätte ich auch Bock drauf, aber das ist auch eine Geschichte. Wobei die Sechser wahrscheinlich alle übel sind auf ihre Art. Ist gerade wurscht, oder? Das eine schlimmer, das andere weniger schlimm. Von den Gefängnissen habe ich jetzt auch noch keins gesehen, gell? Nimm les. Manchmal frage mich schau. Fast jetzt gereicht. So, Special Hugh. I hope you're the buying type,
I've got work if you're interested. Ostrich. Karen's Residenz. Nothing better than getting County Jail. If you want money to buy guns, you've got to work. Da waren wir auch schon mal, Leute, in dem Nursing Ding. Da ist irgendwas passiert damals. Ich erinnere mich an nichts Gutes. Und Athletics. Gut, im Prinzip ist es wurscht, wo man anfangs. Wäre jetzt schön gewesen. Ja, aber warte mal, Digga, das ist ja in den Wastelands hier, ne? Oh, wollen wir wirklich die erste Sechser in den Wastelands machen, Leute? I think I got it. I envy you. Nothing better than putting the dead back in the ground. Das wäre jetzt witzig gewesen, ne? Wo ist denn das? Ist das in einem neuen Viertel? Dann würde ich da hinfahren. Also ich muss es wahrscheinlich annehmen, ich sehe sonst das Fragezeichen nicht wirklich, ne? Jetzt bin ich verwirrt. Merkt euch mal kurz, wo das ist. Moment, was geht? Ey, guck mal, Leute. Könnte man vielleicht mit dem Helikopter auch rüberfahren. Hier ist Schneegebiet. Unser City U. Komm, Risiko, Fisiko. Da waren wir noch nicht. Das ist jetzt von hier entfernt 4,3 Kilometer. Dann nehmen wir das Motorrad so mit, wie es ist. Ich lade unseren Hubschrauber auf, dann fliegen wir darüber. Nicht morgen, ne? Nicht jetzt, will euch da nicht irgendwie das Maul in Anführungszeichen wässrig machen. Machen wir die Woche, bevor die nächste Horde ist. Ich muss erst Muni drüben fertig machen. Morgen werden wir entweder das Lager bauen oder die Falle auf Level 2.0 bringen für nächsten Montag oder beides. Halb-halb, dass wir ein bisschen Abwechslung haben und dann nochmal gegen Ende der Woche eine Halb-Halb-Folge. Geht mal davon aus, dass es übermorgen wird. Bis dahin habe ich genug Muni. Quest ist angenommen. Und damit wir auch nicht wirklich hier durcheinander kommen, die hier gebe ich wieder auf. Das machen wir. Und dann haben wir sogar schon wieder ein bisschen was vom neuen Gebiet gesehen, wo wir noch nicht entdeckt haben. Ein paar haben eben mal Bock gehabt, dass wir mit dem Hubschrauber ein bisschen übers Land fliegen. Und dann packen wir das in eine schöne Doppelfolge. Was ist denn heute Dienstag? Gehen wir von aus, Donnerstag, Freitag. Falls es dann länger geht, kann man auch noch ein Stück das Samstag reinnehmen. Ich guck mal. Freue mich auf morgen, Leute. Frisch motiviert jetzt. Gemütlich ein bisschen den Kopf durchhängen lassen. So muss es sein. Jetzt ein geiles Ziel für die Woche schon geschnappt. Und ich gehe jetzt Muni machen. Bis morgen.